Riesige Wellen von bis zu 15 Metern Höhe sind am Montag auf die Küste von Nordkalifornien getroffen. Surfer nutzten trotz Warnungen die Gelegenheit für einen einmaligen Ritt. An einigen Orten mussten die Häfen geschlossen werden. Ein Reporter wagte sich etwas zu nah ans Geschehen ran und bekam eine kalte Dusche ab. Die Kamera Schrott. Laut nationalem Wetterdienst waren es in Kalifornien die höchsten Wellen des Jahres.